Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um ein ganz besonderes Blau. Methylenblau. Methylenblau ist gerade eine Substanz, die ist nicht neu, aber sie ist gerade immer und mehr in aller Munde. Womit hat es, oder was ist das? Womit hat es damit auf sich? Das Methylenblau ist ein Stoff, der tatsächlich eingesetzt wird, schulmedizinisch, um die Durchblutung des Menschen zu verbessern bei bestimmten Störungen der Blutbildung und der Durchblutung. Da wird es anerkannt, gibt es viele Studien zu und da ist es renommiert und eben auch ungefährlich. Gleichzeitig wird es auch verwendet, um im Labor Färbungen zu machen. Es ist eine blaue Färbung von bestimmten Keimen, Bakterien, um sie einfach besser zu sehen und darzustellen. Auf einem Plättchen fürs Mikroskop, also auch da findet es Anwendung und daher kennt man es. Es gibt aber eine Vielzahl von Anwendungen, die ebenfalls untersucht werden und wo es ebenfalls gute klinische Ergebnisse gibt, die jetzt aber noch nicht so bekannt sind. Zum einen ist Methylenblau ein wahnsinnig starkes Antioxidant. Das heißt, es kann sehr, sehr gut helfen bei einem Überschuss von freien Radikalen, also von oxidativem Stress, etwas, das in unserer heutigen Zeit ja ein Riesenthema ist. Wir sind den ganzen Tag von früh bis abends umgeben von Stoffen, die uns nicht so gut tun, entweder über die Atemluft oder über das Essen, über unsere Zahnfüllungen, über Kosmetik und andere Stoffe. Das heißt, wir brauchen da Unterstützung für den Körper und da ist Methylenblau eine gute Möglichkeit. Es gibt auch andere natürlich, aber Methylenblau eben auch. Herausragend hat sich aber gezeigt, dass Methylenblau ist in der Lage, wie so ein Booster zu wirken für die Gedächtnis- und Gehirnleistung. Das heißt, Menschen, die Probleme haben mit ihrem Gehirn, mit dem Gedächtnis oder auch schon eine der degenerativen neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz etc., sagen und berichten, dass sie mit Methylenblau tatsächlich Besserung erfahren. Also plötzlich wieder besser am Leben teilnehmen können, sich wieder besser erinnern können. Das Gehirn funktioniert wieder besser. Zurückzuführen wird das auch auf die antioxidative Eigenschaft und eben der Tatsache, dass das Methylenblau die Nervenzellen erreicht im Gehirn und dort arbeiten kann. Eine Sache, die nicht so bekannt ist, aber ebenso wirksam, ist alles, was zu tun hat mit bestimmten Viren, die wir in den letzten Jahren oder denen wir in den letzten Jahren begegnet sind und auch die verschiedenen genetischen Experimente, denen wir begegnet sind. Hier kann Methylenblau helfen, bestimmte Langzeiteffekte zu neutralisieren. Ja, ich rede ein bisschen kryptisch, weil ich nicht gesperrt werden will auf YouTube, aber das Methylenblau hat hervorragende Eigenschaften gezeigt bei dem Behandeln von langfristigen Erscheinungen durch den C-Virus und das ist tatsächlich richtig hilfreich. Gerade jeder, der darunter leidet, der die Infektion hatte oder eben am Genexperiment teilgenommen hat und jetzt Schwierigkeiten hat, kann es damit versuchen. Ob es wirklich funktioniert, ob es wirklich geht, kann man am besten rausfinden über unsere Testung. Mit der Praxis Family Test Methode seid ihr in der Lage, das direkt zu testen und könnt sehen, brauche ich das oder nicht. Hilft es bei meinen Symptomen oder eben nicht. Und es ist nicht gefährlich, es hat keinerlei toxische Wirkung. Es sollte natürlich nicht übertrieben werden und immer nur so angewendet werden, wie es die entsprechenden Hersteller vermitteln. Einer der Hersteller, die das Ganze vertreibt oder anbietet, ist biopure.eu. Werden wir hier drunter verlinken. Dort bekommt ihr das mit der Therapeutennummer, kriegt es ein bisschen billiger und damit könnt ihr es dann mal versuchen. Und ich rate euch tatsächlich, wenn ihr chronische Themen habt, das mit in Betracht zu ziehen. Es ist ein Mittel der Wahl, gerade für alles, was zu tun hat mit den Viren, aber auch mit dem Gehirn. In dem Sinne, bleibt gesund. Liebe Grüße. Ciao, der Matthias.